Schaut mal, es ist dunkel. Ja, Moment, ich mache Licht. Licht, Licht, Licht. Ah, zu viel Licht. Noch viel mehr Licht. Das sollte reichen, hoffe ich. Also zumindest, dass man grob erkennen kann, dass ich hier bin. Dann zum Hantieren mache ich natürlich noch mal mehr Licht. Das ist überhaupt scheiße für die Nachtsicht. Ganz, ganz scheiße. Also ich glaube, so sieht man es auch einigermaßen. Ist ja auch wurscht, ich muss ja eigentlich nur was erzählen. Ich habe jetzt. Ja, ich bin schwach geworden. Ich habe die Hütte genommen. Ich war jetzt doch noch ein Weilchen im Stockdunkeln unterwegs. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, wohin man läuft. Also so gut kenne ich mich jetzt in dem Teil vom Wald jetzt auch wieder nicht aus. Also ab jetzt wieder. Ab dieser Hütte schon bis zu dieser Hütte jetzt der Weg hier hoch. Der war total toll. So ein richtig schöner Zickzack-Trampelfahrt mehr oder weniger den Berg hoch. Ja, also ging eigentlich immer bergauf. Und endlich mal runter von der Vorstraße. Aber ausgerechnet das halt nach hereinbrechender Dunkelheit. Wenn ich jetzt weiter auf der Vorstraße gelatscht wäre, hätte ich überhaupt kein Licht gebraucht. Und ich habe es jetzt zwischendurch hin und wieder mal angemacht, wenn es dann mal. Sie haben da sogar Schilder, wo steht: Achtung, Absturzgefahr. Da geht es theoretisch, naja, also ziemlich lächerlich. Deswegen, also gut, wir sind halt in Deutschland, ne? Aber deswegen ein Schild aufzustellen, halte ich schon für ja, sehr wohlmeint. Sehr, 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 sehr wohlmeint. Ja, jedenfalls, ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu weichei, dass ich jetzt die Hütte genommen habe. Ich habe auch noch einige Kochvorhaben und so weiter und so fort und muss mir ja trotzdem noch ein bisschen was an Lagerleben eben entsprechend zusammen organisieren. Ich habe es davon abgemacht, so im Geiste. Erstens, finde ich überhaupt die Hütte? Zweitens, gibt es die Hütte noch? Drittens, wie ist denn der Boden beschaffen von der Hütte? Ja, und da können wir mal einen Blick riskieren. Ihr seht hier, recht feines Material. Klar, die groben Steine, meiner weg. Da hinten haben wir noch ein paar große Steine. Das ist hervorragend. Die kann ich nämlich nutzen, um meinen Topf da in irgendeiner Form draufzustellen. Das gibt also meinen Topfständer zum Kochen. Da drüben haben wir auch noch ein paar Steinchen, womit ich das dann noch weiter stabilisieren kann. Also das ist Luxus, dass es hier Steine gibt. Ich hätte mir sonst zur Not was aus Stöcken gebaut, was ich dann nach ein paar Minuten, naja, nach 10 Minuten Kochzeit oder irgendwas wahrscheinlich hätte austauschen müssen, weil es dann halt doch irgendwann anfängt, ein wenig zu verkohlen wahrscheinlich. Und ja, hätte aber trotzdem auch funktioniert. Also da bin ich von überzeugt. Ja, jetzt werde ich ganz gemütlich, sitze jetzt hier schon im Weilchen und trockne, denn ne, das ist ein Phänomen, das jeder, der diesen Rucksack hat, kennt. Der ist entsprechend nass hinten, ne? Weil der liegt halt mit dem kompletten Rücken auf dem Rücken. Und da kann es eigentlich fast so kalt sein, wie möchte. Da, wenn man sich anstrengt, schwitzt man da eigentlich fast immer. Dass man den Rucksackrücken nass schwitzt, das ist im Grunde völlig wurscht. Mehr interessant ist natürlich mein Rücken, der natürlich genauso aussieht. Und das sollte jetzt noch trocknen. Und ich hoffe, dass ich jetzt noch vom Laufen genügend Restwärme produzieren kann, dass ich mehr oder weniger zumindest fast trocken bin, bevor ich meine Jacke anziehe. Und bevor ich wahrscheinlich dann im Laufe des Abends auch noch die Regenjacke drüber ziehe, einfach damit ich dann alles anhabe, was ich so anhaben kann, weil warum denn nicht? Ich habe es ja nicht mitgeschleppt, um es dann nicht zu benutzen. Und auch Regenklamotten bieten auch mal eine gewisse thermische Isolation. Was auch noch eine Option wäre. Ja, ah, so, hell genug. Ja, auch noch eine Option wäre es natürlich, dass ich den Schlafsack als Decke verwende. Der hat ja die Funktion, dass man ihn komplett aufmachen kann und als Decke verwenden. Und dann könnte ich fürs Abendliche noch ein bisschen hier sitzen, mich im Grunde schon mit dem Schlafsack so ein bisschen einwickeln. Könnte ich auch machen. Ja gut, oder ich kriege halt relativ zeitnah rein. Erfahrungsgemäß läuft es dann doch meistens genau darauf hinaus und muss dann halt in irgendeiner Form noch schauen, dass ich dann ja, noch mich ein kleines wenig beschäftige, abendsprogrammtechnisch. Jetzt ist, Moment, was ist jetzt? Jetzt ist 18:30 Uhr. Ja, inzwischen noch viel dunkler wird es wahrscheinlich nicht werden. Und ja, das ist der Stand der Dinge. Aber ich denke, bis ich hier alles lagerfertig habe, bis ich gekocht habe, bis ich gegessen habe, dann mal vielleicht noch einen kleinen Nachtspaziergang, einfach um nochmal warm zu werden, bevor man in den Schlafsack geht, sollte man sowieso immer machen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, wenn es jetzt nicht draußen in Strömen regnet oder wahnsinnig kalt ist. Gerade dann sollte man es aber eigentlich wiederum tun. Muss ich aber zugeben, mache ich schon auch nicht immer. Ja, und
lasse euch natürlich am Kochprozess noch teilhaben. Dunkel. Dunkel. So, ich habe mich jetzt erstmal, soweit das ging, gemütlich eingerichtet. Sprich, Schlafsack schon mal hingelegt, damit der aufblust, dann kann Isomatte schon mal aufgepustet. Noch nicht ganz das Bettchen gerichtet, weil ich zum Teil halt eben hier diese Kochstelle noch brauche. Und ja, da seht ihr es. Also doch gut, dass ich keinen Topfkreuz mitgenommen habe oder keinen Topfhalter, weil mit den Steinen funktioniert das auch ganz gut. Ist natürlich nicht perfekt. Ihr seht, die Flammen schlagen ein bisschen über den Topf. Das müssen wir noch ein klein wenig optimieren. Hebt das noch? Das hebt noch. Außerdem sollten wir... Ja, ich brauche die zweite Hand. Sorry. ich weiß nicht, seht ihr das noch so? Vielleicht. Sollte man einmal... Sollte man zweimal, solange ich das noch gut anfassen kann, vielleicht... doch erstmal in Sicherheit bringen. Gott, Flammen schlagen trotzdem noch ganz gut am Topf vorbei. Macht nichts, das geht jetzt halt nicht besser. Und ja, das Einzige, ich habe ein bisschen wenig Spiritus dabei. Ne? Könnt ihr hoffentlich den Füllstand sehen. Da hätte ich einfach noch mehr mitnehmen sollen. Aber ich hatte halt gerade noch so einen kleinen Rest und habe gedacht, oh ja, wird schon reichen. Das ist natürlich... nicht sehr professionell, aber ich will ja, also auch wenn Brennstoff nicht mitzählt, will ich ja trotzdem versuchen, halt mit möglichst wenig Gewicht klarzukommen. Und ja, jetzt muss ich halt einfach hoffen, dass ich mit dem Spiritus hier mein Essen ausreichend gekocht kriege. Es gibt Käsemakaroni, die sehen wir gleich dann auch im Topf. Ich mache das Wasser jetzt einfach mal heiß, schmeiße dann rein und koche sie dann da drin. Die haben theoretisch eine relativ lange Kochzeit, sind aber bisher eigentlich immer schon vorher gar gewesen, also deutlich vor ihrer offiziellen ziemlich langen Kochzeit. Ich weiß nicht, wie der Ami seine Nudeln isst, scheinbar wirklich völlig verkocht, weil so wie die Kochzeit da eben entsprechend ist, 15 Minuten theoretisch, also 10 bis 15 Minuten, das ist also völlig utopisch für diese kleinen Nudeln. Naja, wir werden sehen. Zwei Packungen ist wahrscheinlich ein bisschen viel, ich glaube, ich mache mir anderthalb, allein weil es nicht in den Topf passt. Und dann habe ich noch so Käsesticks zum Reintun. Das seht ihr dann entsprechend. Und ja, viel mehr gibt es zum Kochvorgang vorläufig erstmal nicht zu sagen. Jetzt brauche ich erstmal heißes Wasser. Ist ganz gut kalt geworden, aber ich habe gerade noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Und jetzt ist mir erstmal wieder ganz in Ordnung. Also zumindest wirklich ganz in Ordnung. Jetzt super kuschelig warm, jetzt auch nicht wieder, auch nicht, aber alles gut. So, bis später. Ja, da ich es natürlich mir nicht habe nehmen lassen, den Topf so voll wie irgend möglich zu machen, ist natürlich ein bisschen was drüber gegangen. Aber zu meiner großen Freude, ich habe noch einigermaßen Spiritus drin und das köchelt jetzt schon, naja, zumindest mal ein Weilchen vor sich hin. Die Chancen, dass die Dinger also gar werden, ist gar nicht mal so schlecht. Also die Chance, scheiße. Wenn man die Taschenlampe nicht am Schlüsselbund hat, fliegt sie auch nicht ständig runter. So, wir rühren mal ein wenig. Aber das ist eigentlich ein Gericht, wo ich zumindest, solange das noch sehr wasserhaltig ist, davon ausgehe, dass ein Anbrennen nicht sehr wahrscheinlich ist. Test. Mhm. Ja, ja. Also, die sind schon fast... Also sie sind noch ein bisschen knusprig, aber man könnte die jetzt auf jeden Fall, da ich echt Hunger habe, so auch essen und super heiß und schmeckt auch nicht schlecht. Die Soße verdicke ich jetzt natürlich noch ein bisschen. Ich brenne da jetzt noch weg, was an Spiritus da ist. Dann lasse ich es noch ein bisschen ziehen, vielleicht mit geschlossenem Deckel. Und dann sind die mit Sicherheit durch. Und die Soße wird dann auch noch etwas sämiger. Und ich habe ja noch besagte Käsesticks zum Reintun. Wenn ich rausfinde, wo ich die hingelegt habe, komme ich da dran, ohne aufzustehen? Nein, das geht nicht. Das ist natürlich bedauerlich. Doch, ich muss rühren. Ja, also bis später. So, leider konnte sich meine Theorie zur Nichtanbrennbarkeit dieses Gerichtes nicht bestätigen. Scheiß Titangeschirr, verflucht nochmal.
Also, das ist immer dasselbe mit dem Quatsch. Ah, naja. Das Problem ist halt auch, dass man meinen Torx-Kocher da nicht wirklich regulieren kann. Sonst hätte ich ja echt mal ein bisschen runterstellen wollen, aber das geht halt wieder nicht. Irgendwas ist halt immer. So, und da haben wir jetzt so die ersten Begleiterscheinungen dessen, dass ich wirklich gut vorwärts gekommen bin. Kochausrüstung hätte man jetzt echt was Besseres dabei haben können. Okay, so sieht das jetzt aus. Es kühlt ab. Ich habe hier noch solche Käsesticks. Nehmt es mir nicht übel. Ich kann nicht essen und das Zeug reinmachen und filmen gleichzeitig. Ich habe auch kein Stativ. Deswegen, ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass ich die dann noch reinmache. Dann habe ich noch Salz, Pfeffer und so ein Zeug dabei. So einen kleinen Mini-Streuer. Und das werde ich jetzt irgendwie verzehren. In der Hoffnung, dass das ganz angebrannte Zeug zumindest noch unten klebt und ich das nicht mitessen muss. Weil die hier oben, die gehen eigentlich. Es schmecken jetzt eigentlich großartig toll, aber sie sind warm und es ist was zu essen. Und ja, das hau ich mir jetzt rein. So, hallo. Nächster Tag. Nacht überstanden. Bin jetzt schon zwei Hütten weiter, habe also schon ein paar Kilometerchen zurückgelegt. Wie viele waren das? Vier? Ja, vielleicht vier. Eher dreieinhalb. Irgendwie sowas um den Dreh. Erstmal kurz zum Statusbericht. Wie läuft es mit dem Weiterlaufen? Ja. Ich merke, dass ich gestern vergleichsweise viel gelaufen bin für meine Verhältnisse. Ja, es waren ja sogar noch ein paar Kilometerchen mehr, als ich ursprünglich geplant hatte. Das habe ich jetzt noch in den Knochen, weil ich bin halt gar nicht trainiert. Ne? Ich bin wirklich derzeit überhaupt nicht auf einem fitten Niveau. Also mit ein bisschen Training vorher wird es mir jetzt mit Sicherheit erheblich besser gehen. Nach wie vor habe ich überhaupt keine Rückenprobleme, gar nichts. Schultern auch nicht mehr verspannt. Das hat sich alles wunderbar regeneriert über Nacht. Hüfte natürlich tut auch nichts weh, klar, das ist ja auch noch was, wo man sich mit dem Rucksack, mit dem schweren, mit Hüftgurt eben entsprechend wundscheuern kann und so weiter und das auch tut. Also zumindest ich. Also nicht mehr, seit ich nicht mehr ganz schlank bin. Seit ich nicht mehr ganz schlank bin, habe ich das Problem nicht. Früher, als ich angefangen habe mit der Trekkerei, also da war ich ja 15, da war ich ein ziemlich schlanker, langer Lulatsch. Und ja, das war das eins meiner Hauptprobleme, was mir wehgetan hat beim Trekken. Einfach der Hüftgurt vom Rucksack, der halt eben an der Hüfte schön rumsteuert. Aber ja, mit mehr Polster ist das Problem per se gelöst. So, es gab eine Reihe betrüblicher Ereignisse, die ich euch nur mit einem gewissen zeitlichen Abstand erzählen wollte, weil ich mich nicht in der Lage gefühlt habe, das jetzt live zu berichten. Außerdem sah es nicht schön aus. In der Hütte, in der ich angekommen war, als ich das letzte Mal mich da gemeldet habe aus der Hütte, auch beim Kochen hatte ich es noch nicht gemerkt, hatte ein Schwein, ein menschliches, das sind die schlimmsten. Normale Schweine sind überhaupt kein Problem. Wildschweine. Auch kein Problem. Alles super reinliche, intelligente Tiere. Humanes Schwein nicht. Das ist natürlich Sauerei allererster Güte. War tatsächlich jemand der Meinung, auf die Bank kacken zu müssen. Und zwar eine gewaltige Portion. Und da ich gerne in solchen Hütten immer mit möglichst wenig Licht arbeite, generell im Wald, insbesondere im Lagerbetrieb, mit möglichst wenig Licht arbeite, allein um niemanden zu stören, um ja auch nicht entdeckt zu werden. Ich mag einfach nicht, dass nachts jemand vorbeikommt und mich fragt, was ich da treibe, auch wenn ich damit kein Problem in dem Sinne hätte, dass ich dann nicht wüsste, was ich dann sagen soll. Und ich wurde heute Morgen auch entdeckt von mehreren Forstmännern. Und überhaupt kein Problem. Die erstens sagen sie nichts und zweitens, wenn sie was gesagt hätten, ja, ich habe hier gewisse Vitamin B, also ist überhaupt kein Problem. Ich könnte hier sogar Feuerle machen, wenn es denn unbedingt sein müsste, was ich natürlich nicht tue, weil das wäre ja Cheating, weil nur ich das darf und der Rest nicht. Und damit ist es keine realistische Testtour für eine Wandertechnik per se, ne? So. Und ja, die Sache mit dem auf die Bank geschissen, das war dahingehend natürlich scheiße. Also ich habe es dann irgendwann mal gerochen. Da habe ich mir aber nicht weiter viel bei gedacht. Naja gut, erstunken ist noch keiner, so nach der Logik. Und bin davon ausgegangen, das wäre halt in der Ecke. Weil es gab so eine Ecke, da lag relativ viel Laub rum und relativ viel Dreck rum. Und dachte, na gut, das wird da wenigstens ein bisschen verscharrt haben, aber wer zum Geier scheißt in der Hütte. Ja, nee, die Ecke war korrekt. Aber es war nicht unter dem Laub, sondern lag tatsächlich oben auf der Bank. Und damit hatte ich derartig nicht gerechnet, dass ich da halt aus Versehen eben im sehr wenig Licht meine Isomatte reingelegt habe. So. Und habe sie dann da aufgepumpt und so weiter und so fort. Und während des Aufpumpvorgangs natürlich beide Seiten schön eingeschmiert. Das ist bitter.
Das habe ich dann mit allen mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, so gut es eben irgendwie ging, geputzt. Das habe ich auch zumindest oberflächlich jetzt sauber bekommen. Ich habe es mit Dreck abgerieben, ich habe es mit Moos abgerieben, habe es auf dem Waldboden abgerieben, habe es mit allen meinen mir zur Verfügung stehenden aufquellenden Feuchttüchlein eben entsprechend abgerieben. Das heißt, ich habe jetzt auch theoretisch habe ich jetzt auch kein Klopapier mehr. Das ist etwas, was mir dann erst hinterher klar wurde, dass ich zumindest eins hätte aufheben können. Ja gut, aber es gibt da Survival-Möglichkeiten, Klopapier entsprechend zu ersetzen. Ist natürlich nicht so schön wie echtes. So, inzwischen regnet es. So sieht's aus. Fußtechnisch, das habe ich jetzt bei dem Thema, was mir wehtut, ausgeklammert. Ja, die Blasen von gestern, die tun natürlich sofort, wenn du weiterläufst, gleich wieder weh. Also eine Regeneration von Fußschmerz, also den regulären Fußschmerz, den von Belastung des Fußes, der ist tatsächlich weg. Da läuft prima, alles überhaupt kein Problem. Könnte ich jetzt munter weiterlaufen, hätte ich halt eben nicht Blasen. So, warum bin ich so stupid light und habe keine Blasenpflaster oder ähnliches dabei? Oder Leukoplast oder irgendwie sowas? Naja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin es überhaupt nicht mehr gewöhnt. Also von früher, ja klar, Tausende. Aber seit ich in der Lage bin, einigermaßen passende Trekkingstiefel zu kaufen, bin ich es nicht mehr gewöhnt und entsprechende orthopädische Einlagen. Also meine kaputten Füße, bevor ihr mir jetzt Tipps gibt, was ich dann alles machen soll mit. Ne? Ich habe schon orthopädische Einlagen und die helfen auch. Ohne die würde ich 5 Kilometer kommen und dann zusammenbrechen. Ne? So ist das nicht. Aber durch diese Kombination, insbesondere da die Einlagen genau auf meine schweren Trekkingstiefel angepasst sind, kriege ich in denen wirklich keine Blasen. Mir tun irgendwann die Füße weh von der Belastung. Aber Blasen kriege ich nicht, scheuern tut nichts, reiben tut auch nichts. Deswegen bin ich es nicht mehr gewohnt, Blasen zu haben, habe aber in meinem regulären Equipment für eine reguläre Trekkingtour, also mit normalem Gepäck halt, tatsächlich trotzdem immer Blasenpflaster dabei. Aber da ich ja jetzt ultra light unterwegs bin und wirklich schmerzlich ein paar Dinge daheim gelassen habe, die man vielleicht hätte mitnehmen können, weil ich immer wirklich nur nach dem Kriterium gegangen bin, brauche ich es unbedingt und ist es leicht. Beziehungsweise, wenn ich es unbedingt brauche, dann nehme ich was Leichtes. Ja, und deswegen jetzt so das Resümee zum Lagern. Laufen läuft prima, haben wir jetzt gesagt, ist gut. Die Blasen hätte ich nicht, wenn ich nicht die Schuhe erst dumm angehabt hätte. Und ich hätte jetzt kein größeres Problem, wenn ich jetzt Blasenpflaster oder Ähnliches dabei hätte. Ne? Das ist natürlich, also dass es die Blasen gibt, ist eine Folge von keine Erfahrung mit diesen Schuhen auf Langstrecke. Dass ich jetzt nichts dagegen tun kann, das ist stupid light. Wenn man das dann, wahrscheinlich darf man das im Fachjargon dann eben entsprechend so nennen. Die Sache mit der Scheiße, dieser Zwischenfall, na, ich musste jetzt trotzdem natürlich auf dieser Isomatte schlafen. Da hatte ich jetzt keine andere Wahl. Das war mir klar und das habe ich jetzt auch gemacht. Das hat aber nicht unbedingt dazu geführt, dass ich besonders gut geschlafen habe. Außerdem war der Quatsch halt immer noch zu riechen. Das mit dem zu riechen wäre nicht so schlimm gewesen, wenn ich nicht in direkten Kontakt damit getreten wäre. Und was mich dann noch mental etwas belastet hat, ist, dass ich mit meinem niegelnagelneuen, super teuren, ultimativ tollen Daunenschlafsack auch auf dieser Isomatte natürlich habe übernachten müssen. Geht ja dann nicht anders, ne? Kannst ja nicht ohne Isomatte. Geht nicht. So, dann kam dazu, ursprünglich, ich hatte es euch erzählt, wollte ich da auf diesem Kiesboden pennen, was auch soweit ganz bequem gewesen ist, habe ich auch gemacht. Das Problem ist nur, das ist jetzt eine neue Erkenntnis zum Down-Schlafsack, hat also sozusagen auch was mit Ultralight zu tun, weil man da ja immer in irgendeiner Form ein Down-Produkt dabei hat, sei es jetzt ein Schlafsack oder ein Quilt, wie auch immer man die ausspricht. Nämlich liegt man einen Down-Schlafsack platt, ne? Also die Seite, die man mit dem Rücken platt drückt. Dann isoliert diese Seite überhaupt gar nicht, offensichtlich, habe ich sehr, sehr, sehr stark den Eindruck. Ne, ein Kunstfaserschlafsack isoliert ja durch sein Material. Der ist wie eine Jacke, in Anführungszeichen. Das Material per se oder wie eine Fließdecke oder ein Fließpulli oder sowas in der Richtung. So ungefähr funktioniert das. Ne, das isoliert natürlich auch irgendwo durch die Dicke des Materials, aber auch eben durch die Dichte des Materials. Auch meine Regenjacke hier, die überhaupt kein Isolationsmaterial besitzt, hat eine gewisse Wärme. Man ist schon wärmer angezogen, wenn man die anhat, als nicht. Ne? Und auch eine Rettungsdecke, das Beispiel habe ich auch schon gebracht, isoliert auch irgendwo ein wenig oder zumindest hilft sie, einen warm zu halten. So, und deswegen, meiner Erfahrung nach, ist
Selbst wenn man gar keine Isomatte verwendet oder nur eine ganz, ganz, ganz leichte, ein vergleichsweise dicker Kunstfaserschlafsack noch in der Lage, am Rücken immer noch ein bisschen zu isolieren, auch wenn dann da platt gelegen wird. Und das war jetzt eine neue Erkenntnis. Ich habe noch nicht so viele Nächte im Down-Schlafsack dementsprechend gepennt, bisher nur in einem ganz, ganz leichten Sommermodell und auch wirklich im krassen Sommer. Und das war jetzt wirklich die neue Erkenntnis, dass der gar nicht nach unten isoliert. Heißt, man ist umso mehr auf die Isolationsleistung der Isomatte angewiesen. Und wir hatten heute Nacht, gut, es werden mal minus 5 gewesen sein, und meine Isomatte, da steht drauf bis minus 4. Und zum ersten Mal bin ich mal in eine Situation gekommen, wo das nicht gereicht hat. Ne? Wo ich jetzt wirklich meine Isomatte, meine Expat-Synmat da, nicht warm genug war. Da habe ich auf dem Boden liegend, also auf dem Kies liegend, habe ich wirklich durchgefroren. Da kam von unten die Bodenkälte hoch. Das hängt natürlich noch damit zusammen, das habe ich auch in meinem Isomatten-Video mal erklärt, dass es sehr stark davon abhängt, wie warm die Isomatte sein muss, um gut zu schlafen, auf was für einem Boden man denn eigentlich liegt. Liegt man eben tatsächlich auf Stein oder eben Kies? Kies ist nicht ganz so schlimm, massiver Stein, dieser Boden hier beispielsweise, das wäre so das ungemütlichste, ja, nicht nur weil es hart ist, sondern einfach auch weil es wahnsinnig kalt ist, auf dem man pennen kann. Das hat nämlich eine gute Wärmeleitfähigkeit, das heißt, es leitet die Wärme vom Körper hervorragend vom Körper weg. Und das ist dann schlecht. Am besten pennt man ja tatsächlich auf einem dicken, humosen Waldboden. Da wäre also eine Übernachtung in der Hütte, da wäre eine Übernachtung im Wald wärmer gewesen als eine Übernachtung in der Hütte, also rein von der Bodenkälte her. Hätte ich natürlich nicht so einen guten Windschutz gehabt. Wobei, so toll war da jetzt auch nicht. Oder auch eine gute Isolation nach unten hat Holz. So, was habe ich also gemacht? Auf dem Tisch geschlafen, weil die Bänke sind zu schmal, da fällst du dauernd runter. Der Tisch hatte gerade so ziemlich genau die Breite meiner Isomatte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da ich es meistens in den meisten Nächten auch nicht auch schaffe, auf meiner Isomatte zu übernachten, ohne runter zu plumpsen, müsste ich das auf dem Tisch doch irgendwie auch hinkriegen. Aber auch das hat in Kombination mit der Tatsache, dass ich weiß, dass ich auf einer vollgeschissenen Isomatte, und das habe ich noch nicht mal selber vollgeschissen, sondern wer anders, selber ist nochmal, ist auch nicht angenehm, aber damit könnte ich noch eher leben. Aber ja, ne, und das in Kombination mit dem, ich falle da gleich runter, und der Tatsache, dass tatsächlich bei minus 5 mein Schlafsack, der eine Komfort von minus 1 und theoretisch Komfortlimit von minus 7 hat, dann auch schon so ein bisschen an seine Grenzen gekommen ist. Also weniger als minus 7 will ich in dem bestimmt nicht übernachten. Es sei denn im Zelt. Zelt bringt erfahrungsgemäß nochmal so 3, 4, 5 bis zu 5 Grad. Wenn man zu zweit im Zelt liegt, dann macht das wirklich nochmal richtig was aus auf eben quasi die Schlafsacktemperatur. Also da erreicht man dann meistens den Komfortlimitwert eigentlich ganz gut. Ich zumindest in den meisten Schlafsäcken. Und halt eben noch die Abhängigkeit von der guten Isomatte. Das ging dann auf den Tisch irgendwann. Ich hätte mir aber trotzdem nochmal was Zusätzliches als Bodenisolation nochmal was drunter gewünscht. Hätte ich mir schon gewünscht. Ich hatte dann irgendwann überlegt, ob ich meine Jacken noch drunter lege. Ging dann aber auch so. Ja. Seitenindert habe ich noch zusätzlich verwendet. Das ist aber sowieso immer mit einkalkuliert. Ich werde in einem Down-Schlafsack niemals ohne Inlet übernachten, wenn ich es irgendwie vermeiden kann. Ja, und mein Essen ist mir halt natürlich noch ein kleines bisschen angebrannt zum Thema möglichst leichter Kocher. Klar, der Torx-Siphon da, der ist auch toll, der hat Power und so weiter und so fort. Was kann man mit dem machen? Wasser kochen. Versuchen wir mit dem irgendwas anderes zu machen im Titantopf? Schlechte Idee. Das war mir irgendwo klar, aber dass das eine so schlechte Idee ist, dass da selbst Nudeln kochen anbrennt. Außerdem hatte ich einen vergleichsweise kleinen Topf, wollte mir aber trotzdem eine vergleichsweise große Portion Nudeln machen. Und warum hatte ich einen kleinen Topf? Weil er leicht ist. Ne? Hätte ich einen etwas größeren Topf gehabt, hätte ich auch viel besser rühren können. Hätte ich einen vernünftigen Topfständer gehabt, hätte ich ebenfalls wieder besser rühren können. Also, ja, es kommen also sicherlich bei der nächsten Ultralight-Tour wieder ein Gaskocher mit, auch wenn er nicht für 2 bis 3 Übernachtungen nicht leichter ist als ein Spirituskocher. Ne, da schleppt man bestimmt nochmal 50 Gramm zusätzlich dafür, dass man den Gaskocher mitnimmt, wegen dem Gewicht von der Kartusche. Ne? Selbst wenn du Brennstoff nicht mitzählst für das Base-Gewicht von deinem Rucksack, schleppen musst du es trotzdem.
Deswegen, ich finde das mit dieser Basis, mit diesem Basisgewicht. Ich meine, ich verstehe schon, Verbrauchsgüter, die ändern sich ständig, ne? Gerade wenn man lange, lange Touren macht, dann hat man mal mehr Proviant, dann hat man mal weniger Proviant und so weiter und so fort. Deswegen gibt es dieses Basisgewicht. Aber ja, gut, schleppen muss man es ja trotzdem, ne? Also wenn du sagst, ich habe ein Basisgewicht von 3 Kilo und dann lädst du dir da 10 Kilo Essen rein, gut, dann bist du immer noch mit 13 Kilo vergleichsweise leichter, als wenn dein Basisgewicht 10 Kilo beträgt, aber dann kannst du auch keinen fast keinen Ultraleitrucksack mehr verwenden bei dem Gewicht. Behaupte ich jetzt einfach mal, ne? Bin ja noch am Lernen, Ausprobieren, Testen. Jo, und die Kombination dessen, dass ich jetzt das dringende Bedürfnis verspüre, mir eine große Flasche Sakkotan zu kaufen. Außerdem, ich schleppe das ja jetzt immer noch mit mir rum. Ne? Ich habe jetzt immer noch so das paranoide Gefühl, es riecht nach Scheiße in der Nase. Also von der Survival-Übernachtung, für wenn es sein muss, kann ich das ertragen und habe trotzdem ein bisschen geschlafen. Aber jetzt geht es mir wahnsinnig auf den Keks und jetzt möchte ich tatsächlich abkürzen, dass ich bald zu meiner großen Flasche Sakrotan komme. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber es ist wirklich verdammt widerlich. Allein schon der Aufreger, dass da jemand tatsächlich auf die Bank in der Hütte kackt. Und dann muss ich das auch noch mein Zeug reinlegen. Und also nein, wirklich. Das ist vielleicht hoffentlich irgendwie einigermaßen nachvollziehbar. Ich bin ja nicht zimperlich, was Dreck angeht. Natürlicher Dreck, überhaupt kein Problem. Auch die allermeisten Formen von Tierkot komme ich auch noch relativ gut mit zurecht. Alles überhaupt kein größeres Problem. Aber menschliche Scheiße und dann auch noch unter diesen Umständen, also nein, 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 nein. So, außerdem kommt noch erschwerend dazu, dass natürlich ich Schmerzen beim Laufen habe, weil die Blasen ja immer noch da sind und ich nichts zum Behandeln dabei habe. Und deswegen gehe ich jetzt runter zum Kurhaus. Das sind noch 7 Kilometer oder was. Also das ist ziemlich genau die Stadtmitte von Baden-Baden. Und gehe dann auf direktem Weg, also das mache ich noch auf dem Panoramaweg regulär. Und dann gehe ich allerdings auf direktem Wege nicht abbiegen übers alte Schloss und dann hinten rum zu meinem Auto, sondern direkt durch die Stadt zu meinem Auto. Das ist dann immer noch ein Stückchen. Ich denke, da spare ich aber trotzdem so 4, 5, nein, nicht ganz, sagen wir mal 4 Kilometer oder was. Insgesamt spare ich da sicherlich ein. Ja, vielleicht auch 5. Und dann fahre ich zu meiner Flasche Sakrotan. So, wir haben jetzt ja, 20 nach 10. Das sollte dann auch funktionieren, dass ich dann vernünftig auch daheim was essen kann. Ich habe jetzt nicht mein reguläres Frühstück zubereitet, weil ja mein Topf angebrannt ist. Und ich nicht das Risiko eingehen möchte, dass da ich den jetzt auch nicht richtig sauber machen konnte, weil ich natürlich auch keinen Schwamm habe, schon gar kein Spülmittel und auch kein kleines Stahlwollendingens, mit dem man dann sowas Verbranntes abkratzen könnte, will ich auch nicht das Risiko eingehen, dass ich mir meinen Porridge dann jetzt mit dem ganz kleinen Rest, es ist nicht mehr viel, ich habe es wirklich gut sauber bekommen, aber mit dem kleinen Rest an verbranntem Material im Topf, den ich jetzt nicht abkratzen konnte, dass ich mir damit meinen Porridge versaue. Da habe ich auch keine Lust drauf. Außerdem hatte ich noch fürs Mittagessen geplant 2 Corny-Riegel. Einen habe ich gefuttert, jetzt als Frühstück. Den anderen futter ich gleich. Und dann ziehe ich jetzt noch die Regenhose an, weil, ja, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen auf der Kamera. Vielleicht kann man es sehen, wenn ihr da rausguckt. Da müsstet ihr es sehen können. Es tropft jetzt doch ganz ordentlich. Und was jetzt halt noch das Schwerste dazu kommt, ist halt, dass ich keine wasserdichten Schuhe habe. Im Gegenteil, die sind bei nennenswerter Benässung relativ schnell durch. Und damit wird es mit den Blasen bei nassem Schuh auch nicht besser. Und ja. Also, wir stellen fest, klar, läuft sich erheblich leichter. Ultraleicht und Nacht wäre erheblich okayer gewesen, wenn dieser olle Zwischenfall nicht passiert wäre. Aber das ist ein Daunenschlafsack-Problem. Ich brauche doch noch ein bisschen mehr Bodenisolation, nicht nur irgendwas zum auf den Boden drauflegen, sondern auch noch was, was ein bisschen zusätzlich isoliert, wenn ich bei diesen Temperaturen jetzt unterwegs bin, natürlich. Ne? Wenn es wärmer ist, dann natürlich nicht. Und jo. Das ist ja so gesehen alles kein Problem, dann würde ich halt einfach eine etwas wärmere Isomatte mir theoretisch. Also mal angenommen, ich würde jetzt beliebig viel Geld ausgeben wollen. Dann würde ich erstmal noch einen Rucksack nehmen, der circa 400 Gramm leichter ist. Gut, dann könnte ich mir,
Also nur mal angenommen, ich könnte beliebig viel Geld ausgeben. Dann würde ich mit einem Quilt statt einem Schlafsack rumrennen, auch wenn der zum Schlafen, weil du kannst dich im Schlafsack umdrehen, ohne dass der sich mitdreht. Das ist wirklich super angenehm. Tolles Klima im Schlafsack, also wirklich toll zum Pennen eigentlich. Aber es gibt halt noch leichtere Varianten, da könnte man also bei gleicher Wärmeleistung einen Quilt haben, das dann nur 700 Gramm wiegt oder irgendwie sowas. Vielleicht auch nur 650, ich weiß es nicht. Da könnte man noch was einsparen. Außerdem habe ich immer noch zu schwere Regenklamotte. Da kann man noch was einsparen. Und ja, diese ganzen Einsparungen zusammen ergeben circa ein Kilo. Und dann wäre es auch überhaupt kein Problem, noch ein bisschen zusätzliches Isolationsmaterial nach unten, also isomattentechnisch mitzunehmen. Und einen Gaskocher mit 100 Gramm Kartuschengewicht. Der Gaskocher selber wiegt ja nur 25 Gramm, dieser ganz leichte. Und ich würde trotzdem netto immer noch weniger rumschleppen, als ich das jetzt bisher getan habe. So. Außerdem brauche ich weniger dicke Klamotten, warme Klamotten, wenn es halt eben nicht so kalt ist. Und dann ist überhaupt kein Problem. Also auf einem ähnlichen bzw. genauso leichten Gewicht wie bisher eben entsprechend zu bleiben. Gut, Tarp habe ich jetzt nicht gebraucht. Das baue ich mal die nächsten Tage testhalber irgendwo sonst wie im Wald auf. Also nicht im Rahmen einer Tour, um euch das mal zu zeigen. Und an dieser Stelle, weil ich jetzt schon wieder viel gelabert habe. Oh Gott, ja. Ich habe viel gelabert. Werde ich auch schon wieder schließen. Und klar, die Kamera ist wasserdicht. Ich muss mir um das Ding keine Sorgen machen. Ich könnte theoretisch auch im Regen weiterfilmen. Aber ich glaube, ich habe bald keine große Lust mehr, wenn dann die Füße nass werden. Das mag ich auch nicht unbedingt so sonderlich. Und klar, gefährlich ist das nicht. Ne? Ich werde nicht erfrieren. Ich bin ja sonst wasserdicht eingepackt. Alles, was empfindlich ist, ist im Rucksack ebenfalls separat wasserdicht verpackt. Auch nochmal ein Problem. Dieser Rucksack, ne, bei Thema Regen, der saugt sich voll. Also früher oder später, der hält ein bisschen Wasser aus, aber früher oder später saugt der sich voll. Und das ist dann natürlich auch wieder Gewicht, was du dann zusätzlich mitschleppst. Aber wieder ein bisschen unpraktisch. Das wäre dann auch wieder ein Vorteil von so einem Ultraleichtmodell, sogar vielleicht eventuell eben aus diesem Dyneema sonst was Gedönse, weil das ist per se, der Stoff, das Material ist per se wasserdicht, automatisch. Das heißt, das kann sich auch nicht vollsaugen. Das wird also auch nicht sonderlich viel schwerer, wenn es nass wird. Allenfalls hast du einen ganz leichten Wasserfilm überall drauf. Den kannst du im Prinzip, wenn du noch ein Handtuch dabei hättest, könntest du den abwischen. Handtuch, hier, Multifunktionsteil, ne? Das hätte ich auch eingeplant als Handtuch. Ich würde mir also, wenn ich jetzt irgendwie mich nennenswert duschen würde oder sonst was, würde ich mir einfach damit tatsächlich die wesentlichen Teile abtrocknen. Ich war auch schon auf Touren, wo ich geduscht habe und gar kein Handtuch dabei hatte und habe dann halt so lange auf und ab hüpf in der Dusche gemacht. So dämlich das klingt, aber davon wird man auch trocken. Ne? Das geht auch. Und man kann dann die Klamotten, dann ist man noch so ganz leicht klamm vielleicht, kann dann die Klamotten aber trotzdem wieder anziehen und das ist dann ruckzuck, wenn du schnell trocknende Klamotten hast, ist schon ruckzuck sämtliche Feuchtigkeit weg. Das ist, als hätte man ganz leicht ein bisschen geschwitzt. Also ein Handtuch ist natürlich angenehm, klar, aber wirklich unbedingt braucht man auch das eigentlich nicht. Oh, rumpel, rumpel, rumpel. Ja, ist enorm viel unterwegs im Wald gerade. Das ist auch natürlich, wir sind ganz normaler Werktag, Arbeitszeit der Forstmänner. Ich esse noch mein anderes Korni, Regenhose anziehen und dann mache ich, dass ich heimkomme. Was bin ich denn gelaufen? Lasst mal denken. Das waren jetzt dann 4, das sind nochmal 8. Dann sind wir bei 12, das sind sicherlich auch nochmal. Ja, dann habe ich auch meine 15 Kilometer gemacht oder so. Regulär wären es, naja, sagen wir, ich habe meine 14 Kilometer gemacht, regulär wären es etwa 18 noch gewesen. Also die Abkürzung hält sich in Grenzen. Und dann erstmal ganz viel Sakrotan auf alles. Ne, weil ich musste die Isomatte ja logischerweise auch in den Rucksack stopfen. Was sollte ich denn machen? Okay, macht's gut. Das soweit meine ersten Erkenntnisse zum Thema Ultraleiter. Da muss man auf jeden Fall drüber nachdenken. Das kann man auf jeden Fall noch weiter optimieren, aber das liegt natürlich in der Natur der Sache. Und das werde ich auch. Und das werde ich auch sicherlich bald, naja, vielleicht nicht allzu bald, aber auf jeden Fall auch nochmal wiederholen, mit Sicherheit. Wenn es ein bisschen wärmer ist, bin ich auch nicht böse. Tschüss.